Auf dem Weg zu seinem 6. WM-Titel muss Felix Sturm am 26. März den Ungarn István Csili schlagen. Siegt der Kölner, darf er um die WM im Supermittelgewicht des Weltverbandes IBO boxen. Die Vorbereitung geht jetzt schon eine ganze Weile bei mir und natürlich, ich bin froh, wenn es endlich in die Wettkampfwoche geht. Und natürlich dafür trainieren wir. Wir trainieren für den Wettkampf und ich freue mich, umso schneller der 26.3. da ist, umso besser. Der 26. März wird ein ganz entscheidender Tag für Felix sein. Ich formuliere es mal so: Sieg oder Karriereende. Ihn gilt es zu schlagen, István Csili, 39, Kampfname The Prince. In 29 Profikämpfen holte der Ungar 25 Siege, davon 14 durch K.O. Der Fight gegen Sturm wird der größte seiner Karriere. Felix damals war ein großer Star. Natürlich, jeder will sich ausprobieren mit so einem guten Boxer wie Felix. Und ich habe auch immer seine Karriere gefolgt. Und war ein Wunsch, mit ihm einmal zu boxen. Und jetzt habe ich diese Chance bekommen. Beide haben wir schon unsere Erfahrung. Beide haben von uns hat schon alles erlebt, als Amateure, als Profi. Und das ist komplett anders, wie als Jung du reingehst. Aber der Kampf wird trotzdem ein Kampf. Und das wird ein harter Kampf für beide von uns. Der wird top trainiert sein. Voraussetzung für Felix, den Kampf zu gewinnen, ist, dass er wie immer top in den Ring steigt, top vorbereitet, gute Kondition hat, mehr Kondition als Csili. Man darf ihn nicht unterschätzen, er hat nur 2 Kämpfe verloren bisher, bei 2 Unentschieden. Er wird gut vorbereitet sein durch Conny Mittermeier. Conny Mittermeier ist ein Profi-Trainer, der früher schon bei Universum Box Promotion in Hamburg arbeitete, der Csili lange kennt und besonders Wert auf seine Kondition legt. Und die wird da sein, denn er ist auch Marathonläufer. Er hat den Budapest-Marathon unter anderem gelaufen, dieser István Csili. Ja, Felix muss natürlich richtig abliefern, der steht richtig unter Druck. Und es wird für ihn auch nicht einfach, denke ich. Ich habe gar keinen Druck und Felix natürlich, er ist Profi mit dem, weil er hat schon viele Kämpfe geboxt mit vollem Stadion. Felix nimmt es schon ernst, aber er will ja sicher gewinnen. Felix kennt mich auch und er weiß, dass ich kein Trainer bin, der wo gern verliert. Er ist körperlich robust, er versucht von Anfang an Druck zu machen, er bewegt sich meiner Meinung nach ein bisschen unorthodox, er bewegt sich nach links, nach rechts, nach links mit dem Kopf und dann schlägt er meine rechte, meinen linken Haken. Ich werde auf jeden Fall an dem Tag natürlich darauf eingestellt sein, dagegen zu halten, auch körperlich. Jeder Gegner hat ja auch natürlich Schwächen und die Schwächen werden zurückzumachen.